Im Rahmen der vierten Auktionswoche hier im Dorotheum kann ich Ihnen diesmal bei der Uhren-Sonderauktion am 30. November eine wahre Rarität vorstellen. Die Grand Complication von Blancpain 1735. Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre wurden die Uhrmachermeister der Manufaktur Blancpain beauftragt, ein einzigartiges Meisterwerk der Uhrmacherkunst fertigzustellen. Jeder Uhrmachermeister des Hauses Blancpain arbeitete ein volles Jahr an der Herstellung dieser Uhr. Daraus entstand eine weltweit einzigartige limitierte Auflage von 30 Stück. Und diese Nummer 30 können wir Ihnen hier bei der Auktion am 30. November anbieten. Was macht diese Uhr nun so einzigartig und für Technikfreunde so interessant? 740 Einzelteile wurden zu einem einmaligen Uhrwerk zusammengefügt. Goldene Werkplatinen, ein Aufzugsrotor aus Platin, teilweise handdekorierte Teile wurden durch minutiöse Arbeit und in feinster technischer Ausführung gefertigt und zu einem einzigartigen Werk zusammengefügt. Die Vielzahl der darin verarbeiteten Funktionen macht die Grande Complication 1735 von Blancpain zu einer der kompliziertesten Uhren der Welt. Zum einen befindet sich in dieser Uhr ein Rattrapante-Chronograph, das heißt ein Stopper mit Schleppzeiger. Es befindet sich weiters ein ewiger Kalender mit Mondphase darin, der auch die Schaltjahre berücksichtigt und damit ein manuelles Umstellen auf selbige nicht mehr erforderlich macht. Die Minutenrepetition sorgt für eine akustische Zeitanzeige. Auf der einen Seite zur vollen Stunde, zur Viertelstunde und darin wieder zu jeder Minute. Eine sehr erlesene und edle Verzierung von verschiedenfärbiger Rochenhaut bietet sowohl die Schatulle von außen als auch die Präsentation innerhalb der Schatulle. Neben diesem außerordentlichen Modell bieten wir am 30. November bei der Uhren-Sonderauktion hier im Palais Dorotheum über 200 interessante Uhrenmodelle aus. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.dorotheum.com.